Heute wurde in St. Pölten der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im nördlichen Waldviertel präsentiert. Dazu haben Vertreter des Landes und des Regionalverbundes Stellung genommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Europaspange soll die S3 und die S10 verbinden. Der Korridor, den wir für die Spange vorschlagen, verläuft von Stockerau über Hollabrunn, Horn Richtung Gmünd und anschließend weiter Richtung Freistadt. Eine konkrete Trasse müssen die Experten finden. Wir schaffen mit der Europaspange eine Anbindung des Wald- und Weinviertels des nördlichen Niederösterreichs an die Europastraße 55 und damit an die Nord-Süd-Achse. Kopenhagen, Berlin, Dresden, Prag, Linz, weiter über Venedig nach Griechenland. Gleichzeitig binden wir den Raum noch besser an, an die europäischen Achsen Richtung Süddeutschland, das ist die Europastraße 60, sowie Richtung Schwarzes Meer, Europastraße 60 und Europastraße 58. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Europaspange ist ein überregional bedeutsames Projekt, mit dem wir europäische Länder und Verkehrsachsen verbinden wollen. Wir denken hier in europäischen Räumen und zugleich an die Region im nördlichen Niederösterreich. Neben dem klaren Bekenntnis zur Europaspange haben wir uns aber auch auf weitere Maßnahmen geeinigt, um Verbesserungen für das Waldviertel im Gesamten zu erreichen. Wir werden Maßnahmen auf den Landesstraßen prüfen, hier ganz konkret eine bessere Verbindung von Zwettl nach Böckstall zur A1 und hier vielleicht kurz nebenbei angemerkt, wir haben rund um die Landesausstellung oder anlässlich der Landesausstellung im Böckstall schon 9 Millionen Euro, fast 10 Millionen Euro von Seiten des Straßendienstes dort investiert. Darüber hinaus gibt es ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der beiden bestehenden Hauptachsen ins Waldviertel, das ist die B4 und die B2, das ist aber auch die B37 und B36 und wir bekennen uns ganz klar zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wie zum Beispiel der Franz-Josefs-Bahn als wichtigste Bahnlinie in den Nordwesten Niederösterreichs. Wir sehen hier der breite gelbe Balken in der Mitte ist dieser Korridor für die Europaspange. Wir sehen hier diese blaue schraffierte Linie, das sind die Zugverbindungen. Das ist Franz-Josefs-Bahn. Die nach Süden gehende blaue Linie ist die Kamptalbahn und die nach Wien zurückführende ist Absdorf-Hippersdorf. Also das ist auch eine Zugverbindung. Die beiden gelben schraffierten Linien sind die beiden Achsen Stockerau-Horn-Gmünd bzw. Krems, Gföllerberg, Zwettl, Fittis, Weidhofen an der Theia und dann ganz im Westen diese orange-strichelte Linie, das ist die quasi Anbindung des südlichen Waldviertels nach Norden bzw. nach Süden, aber im Wesentlichen an die A1, das ist Böchlam, Böckstall. Also die Anbindung S3 an S10 gewährleistet vor allem eines, das ist die Anbindung an die großen mitteleuropäischen Wirtschaftszentren. Wenn wir uns das ansehen, dann haben wir hier im Osten beginnend mit Bratislava, Wien, Brünn einen sehr großen pulsierenden Wirtschaftsraum. Wir haben hier nach Oberösterreich kommend mit Wels, Linz und auch den süddeutschen Raum mit erschlossen und natürlich Budweis, Prag. Das heißt, wir liegen hier in einem Dreieck, ein pulsierendes Wirtschaftsdreieck und wir erwarten uns hier natürlich auch dementsprechende wirtschaftliche Leistungen. Wir sprechen von einer Wertschöpfung oder einem Mehr an Wertschöpfung von bis zu 1 Milliarde Euro, mehr Wirtschaftsleistung, aber wir sprechen auch hier von einem Mehr von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen in dieser Gesamtregion. Was passiert mit einer Autobahn, mit dem sanften Tourismus im Waldviertel, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, das kann Hand in Hand gehen. Es ist auch so, dass im Regionalverband die Vertreter des Tourismus mit vertreten sind. Ich denke, hier wird man natürlich auf die Anliegen des Tourismus wirklich großes Augenmerk legen, auch Augenmerk legen müssen. Und nur weil es eine Spange, eine höherrangige Straßenverbindung in einer Region gibt, heißt das nicht, dass diese Region für den Tourismus nicht auch wertvoll sein kann. Siehe Weinviertel, auch hier eine touristisch sehr pulsierende Region, aber auch hier höchstrangige Straßenverbindungen. Also wir wollen hier natürlich auch das südliche Waldviertel mit anbinden, ganz konkret die Bereiche Melk und eben den südlichen Bezirk Zwettl. Ganz konkret sprechen wir hier von einer Anbindung zwischen Böchlern bzw. Böckstall und der A1. Und ähnlich der beiden Achsen, die wir ja schon ins Waldviertel ausgebaut haben, die ich auch schon angesprochen habe, gilt es hier zu prüfen, welche Ausbaumöglichkeiten hier möglich sind, Spurzulegungen, Umfahrungen, Kurvenbegradigungen und Ähnliches, um auch hier quasi die Sicherheit und auch die Schnelligkeit auf dieser Achse zu gewährleisten.